Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Sonntag, es ist quasi 17 Uhr und ich begrüße euch hier in meinem Kochstudio. Ich bin Paul und ja, herzlich willkommen. Als erstmal euch allen ein frohes Neues, weil kann man sich noch wünschen. Ist ja quasi gerade erst angefangen, das neue Jahr. Und dementsprechend schauen wir doch mal, was wir heute Schönes zaubern. Und zwar gibt es ein gratiniertes Sauerkraut. Klingt komisch, ist aber so. Und zwar wäre das einfach, wer hätte das gesagt, mal wieder was mit Blumenkohl auch. Und mit Sauerkraut. Bevor ich aber damit weitermache, gucken wir doch erstmal, wer da ist, wen ich dann begrüßen kann heute. Der Daniel ist da. Hallo Daniel. Und wenn der Daniel da ist, ist die Conny wahrscheinlich auch soweit. Hallo Conny. Euch auch ein gesundes Neues. Die Melli ist da. Mit Mann und Kind. Euch dreien auch ein gesundes Neues. Meine Frau ist da. Die Anne ist da. Und dann eventuell auch Jan und Leni. Dann grüße ich euch beiden auch. Und sonst noch jemand? Irgendwo? Nö. Gut, dann fangen wir an. Also, was gibt es denn Schönes? Das schalten wir einmal kurz hier um. Wir haben hier Blumenkohl, wir haben eine Gemüsezwiebel, wir haben drei Cabanossi. Ich muss mal kurz meinen Laptop ein Stück drehen, damit ich auch was sehe. Wir haben drei Cabanossi, wir haben Sauerkraut, das sind ungefähr Abtropfgewicht 770 Gramm. Beim Blumenkohl, das waren ungefähr 750 Gramm. Wir haben zwei Eier, davon brauchen wir dann das Eigelb. Wir haben 100 Gramm Cheddar. Ja. Und das war's schon an Zutaten, wenn ich gerade nichts vergessen haben sollte. Der Angelika ist auch da. Hallo Angelika und auch dir ein frohes Neues. So, mit was fangen wir an? Wir fangen an und schnibbeln als erstes mal die Zwiebel. Kurz die Eier müssen zur Seite, nicht dass sie irgendwie runterrollen und in der Küche landen. Also Zwiebel erst einmal halbieren. Geschält habe ich sie schon. Gehen wir hin, schneiden hier einfach ein bisschen in Würfel. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Kamerabild sieht, aber die Zwiebel ist schon gut am Saften. Ich hoffe dann mal, dass ich nicht dann rumheulen muss. Erste Hälfte ist geschnitten. Gehen wir jetzt mal in die zweite Hälfte. Und es ist ein schnelles Gericht, es ist ein einfaches Gericht. Es ist komplett Low Carb. Das heißt, wer jetzt als Vorsatz fürs neue Jahr hat, ich müsste mal abnehmen, abspecken, wie auch immer. Gericht, was ich empfehlen kann. Wenn man die Zutaten so nimmt, wie ich sie hier nehme, kommt man am Ende auf ungefähr 90 Kalorien, oder besser Kilokalorien, pro 100 Gramm. Und von der Menge her ist ja wirklich einiges. Das heißt, ihr bekommt damit auch mehr als nur eine Person satt. Weil wie gesagt, das waren hier 750 Gramm Blumenkohl, das sind 770 Gramm Abtropfgewicht von dem Sauerkraut. Und hier die Cabanossi sind ungefähr 450 Gramm. Dann haben wir von dem Käse, wie gesagt, 100 Gramm und die Gemüsezwiebel war ungefähr so 200, 220 Gramm. Und das, was eigentlich die meisten Kalorien hat, sind die Cabanossi und der Käse. Plus die zwei Eigelb, die jetzt aber auch nicht so Unmengen Kalorien haben. Und sowohl der Blumenkohl als auch das Sauerkraut hält sich sehr in Grenzen. Das sind, glaube ich, beim Blumenkohl, beim Sauerkraut so um die 20, 25 Gramm, 25 Kalorien auf 500 Gramm. So, Zwiebel ist geschnibbelt. Dann packen wir schon mal das Brett wieder ein Stück zur Seite. Einmal kurz Hände waschen. Das Messer abspülen. Handtuch gibt es heute keins, weil es in die Wäsche geflogen, also holen wir ein frisches. Hallo Manafee. Das ganze Gericht, muss ich mal gucken, das hatte ich irgendwo, hatte ich mir heute einen Zettel geschrieben.
Das ganze Gericht hat komplett 2500 Kalorien etwa. Cognac-Nudeln, ja, kann man essen, wenn man Fisch mag, glaube ich. Also ich habe Cognac-Nudeln selber schon probiert, sowohl gewässert als auch ungewässert und so. Aber für mich hat das immer noch so einen komischen fischigen Beigeschmack. Und deswegen war es halt leider nicht so mein Fall. Aber ich habe, was Nudeln angeht, einen Low-Carb-Nudelteig mir zusammengebastelt, der echt gut funktioniert. Also wenn man irgendwie so Nudelplatten machen möchte oder Tagliatelle oder sowas, dann funktioniert das echt gut. Auch mit der Nudelmaschine und so kann ich nur empfehlen. Ein einzelnes Rezeptvideo an sich habe ich noch nicht, aber wenn man mal so sucht in meinen letzten Streams, die ich irgendwas mit Pasta gemacht habe, findet man wahrscheinlich den Teig. Ansonsten muss ich mal wieder was mit Nudeln machen und da mal ein richtiges Video drüber machen. Also ein Video-Video und kein Livestream. Ja. Sonst jemand mit Fragen, Wünschen, Anregungen? Nö. Das Mikro knirscht an meinem Körper rum, ja. Kann ich leider so nicht ändern, weil ich ja auch die Brille habe, die am Bügel ansitzt und so. Ich versuche es zumindest so weit zu minimieren, wie es geht. Das Brett brauche ich doch nochmal, weil ich ja noch die Cavanossi schneiden muss. Also die Cavanossi schneide ich jetzt so leicht schräg, einfach, dass die Stücke ein bisschen größer aussehen. Weil es natürlich ein Unterschied, ob man so eine Scheibe hier hat von der Größe her oder vom Durchmesser halt so eine Scheibe. So, zum Vergleich. Das ist einfach nur fürs Auge, um das Auge so ein bisschen zu verarschen, wie riesig doch das ist, was man hier gerade alles zu sich nimmt. Das kann ich auch wieder hier hinten auf den Teller packen. Dasselbe spielen. Machen wir jetzt noch weitere zweimal. Man hätte die jetzt natürlich auch alle drei nebeneinander legen können und alle drei gleichzeitig schnibbeln können. Aber dann wäre das Stream ja auch sofort vorbei gewesen. Wir wollen ja auch ein bisschen was zu gucken und zu labern haben. Dementsprechend mache ich das hier einzeln. Seid ihr alle gut ins neue Jahr gerutscht? Also, zumindest Spiegelglätte ist ja ausgeschlossen gewesen, würde ich sagen. Wir hatten ja schon fast tropische Temperaturen. Zumindest was Winter angeht. Bei uns gab es leckeres Käsefondue und Tiramisu. Selbstgemachtes. Ich fand es sehr lecker. Und ich glaube, alle anderen, die mitgegessen haben, auch. Also wir waren insgesamt vier Leute, inklusive mir, eine kleine feine Runde. So, pretschen wir zur Seite. Ichigrave. Gesundes Neues, Bartbruder. Ja, wünsche ich dir auch. Gesundes Neues. Ja, um 3 Uhr hat jemand Böller geworfen, schreibt Manafe gerade, als er am Einschlafen waren. Ja, also bei uns muss ich sagen, das Böllerverbot hat sich irgendwie nicht so rumgesprochen. Beziehungsweise man hat gemerkt, das Böllerverkaufsverbot hat sich rumgesprochen, weil alle nur noch mit Polenböller unterwegs waren. Und dementsprechend hat das auch gerumst, überall. So, hier, wie gesagt, das ist einfach TK-Blumenkohl. Man kann auch frischen nehmen, aber der TK hält sich halt ein bisschen besser. Und für das Gericht jetzt, das eh zermatscht wird, ist auch TK ganz okay. Den schnappen wir uns. Ab in die Mikrowelle. Sagen wir so, ja, 10, 12 Minuten sowas in der Drehe. Da darf er mal vor sich hin garen. Kartoffelsalat mit Miracle Whip und Bockwurst. Miracle Whip macht meine Mutter immer an ihren Kartoffelsalat. Ja.
Ich bin halt der Freund von vollfetter Mayonnaise. Aber wenn man so ein bisschen auf seine Kalorien achten muss und so, dann ist Miracle Whip ganz okay. Wobei ich sagen muss, was ich richtig schlimm finde, wenn man einen Kartoffelsalat mit Miracle Whip Joghurt macht. Also ist ja nochmal weniger Kalorien zwar, aber auch irgendwie noch weniger Geschmack. So, jetzt nehmen wir uns die Pfanne, lass sie erst ein bisschen warm werden. Kurz die Fingerabdrücke wieder wegwischen, weil das sieht man auf der Kamera mal so schlimm. Und hier hinten, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das Licht zu bauen, dass es hier nicht spiegelt. Dementsprechend stelle ich einfach mal den Teller hin. Da ist so ein bisschen Spiegelung weg. Das Idealgewicht bei Manafe, schreibt er oder sie, wären 60 Kilo. Wie groß bist du denn? Weil 60 Kilo finde ich jetzt, klingt auf jeden Fall sehr wenig. Kommt natürlich auch drauf an, wie groß man ist. Also ich hatte letztes Jahr fast 30 Kilo abgenommen. Dann jetzt über die Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit haben wir einfach gesagt, scheiß drauf und haben ordentlich reingehauen. Alles, was gibt und überhaupt. Und dementsprechend habe ich jetzt wieder zugenommen. Aber mein Ziel ist, dass eine 7 vorne steht. Das ist jetzt nicht super schlank oder so, aber ist für mich, würde ich sagen, so ein Optimumgewicht. Ich bin 1,83 und das ist mein Ziel und das sehe ich auch. Okay, 1,65, gut, dann kann ich das auch mit 60 Kilo verstehen. Miracle Whip war im Kartoffelsalat. Kartoffeln, wer hätte das gedacht? Ei, Gürkchen, Apfel. Ja, das finde ich ganz lecker. Und ich muss vor allem sagen, gibt sofort Sympathiepunkte, weil Kartoffelsalat mit Mayo. Mit Brühe kann man machen. Ist dann aber kacke. Nee, also kacke nicht, aber er schmeckt einfach mit Mayo um einiges besser. Weil so Brühe-Ding, ja, ich weiß, mein Bruder wird mich steinigen, meine Schwägerin, weil das sind Schwaben und eingeheiratete Schwaben. Und bei denen gibt das ja immer mit Brühe. Und auch meine Holde sagt, ja, Brühe ist ganz lecker. Aber nee. Ich bin eher so der Mayo-Kartoffelsalat-Typ. Es darf ruhig deftig sein. Und vor allem muss Kartoffelsalat kalt sein. Und nicht so ein halb warmes Matschgedönse, weil dann kann ich auch Kartoffelbrei essen. Und ja, ich weiß, das kann man sehen, wie man will. So, hier, guter Sprüher ist fast leer, deswegen kommt da gerade nichts. Jetzt so ein bisschen. Muss ich da mal nachfüllen. Es ist jetzt auch nur wirklich ein ganz klein wenig, deswegen habe ich auch diesen Sprüher. Sieht man das überhaupt? Ja, so. Das ist so eine antihaftbeschichtete Pfanne, aber so ein bisschen Öl da frei. Das ist jetzt nichts, was da verläuft. Einfach wirklich nur reingesprüht. Den habe ich hier so für eine geringe Dosierung, so einen Sprüher. Und wenn man da so 3-4 Pumpstöße nimmt oder jetzt nicht komplett leer wäre, wäre das ungefähr ein Esslöffel bei 4, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr Pumpstößen. Deswegen ist das wirklich sehr wenig, was hier drin ist. Die Pfanne wird jetzt langsam warm. Dann kann ich auch höher drehen. Das mache ich am Anfang halt nur nicht, damit die nicht anfängt, sich zu verbiegen. Schnappen wir uns einen Pfannenwender und jetzt purzeln wir einfach die Zwiebeln so ein bisschen an. Das ist heute echt ein super schnelles Gericht. Für einen Blumenkohl hole ich schon mal eine Schüssel. Die brauchen wir dann nochmal kurz zwischenzeitlich. Dann nehme ich die gute alte Peng-Schüssel. Sieht so aus, ist eine Peng-Schüssel. Nichts Besonderes, einmal kurz zur Seite gestellt. Die Manu ist auch da. Hallo Manu. Schön, dass du auch zuschaust. Auch dir nochmal, wo ist jetzt eine Kamera, die ich gucke, auch dir nochmal ein gesundes Neues. Wir haben uns zwar schon gelesen, aber trotzdem. Gesundes Neues. Ich hoffe, dein Essen war ganz okay am Sonntag. Nee, Freitag. Sonntag ist ja heute. Am Freitag, also zu Silvester, gab es denn Raclette wie geplant oder habt ihr dann doch was anderes gemacht? Ja. Wie gesagt, heute gibt es bei mir gratinierte Sauerkraut. Und zwar Blumenkohlpü mit Sauerkraut und Kawanossi
Und das Ganze halt ein bisschen gleich schon mal in den Ofen geschmissen. Ja, und als erstes habe ich hier Zwiebeln klein geschnibbelt. In der Mikrowelle ist Blumenkohl, der gart vor sich hin. Die Zwiebeln werden so leicht ein bisschen angedünstet, dann noch ein bisschen gebraten, wenn die Pfanne ein bisschen Gas gibt zwischendrin. Cabanossi habe ich in Scheiben geschnitten, einfach so ein bisschen diagonal, damit sie größer aussehen. Einfach um den Kopf so ein bisschen zu verarschen. Nicht kleine Scheiben, sondern große Scheiben. Sauerkraut ist außer Dose. Kein selbstgemachtes heute. Und das darf so ein bisschen vor sich hin abtropfen im Sieb. Und jetzt warten wir einfach. Achso, Käse habe ich noch, den kann ich gleich auch noch reiben. Ja, Kartoffelsalat, essischen Öl, ja, von mir aus kann man auch machen, aber wie gesagt, ich bin da der Mayo-Typ. Dann schnappen wir uns hier noch die Reibe, schnappen wir uns hier noch ein Brettchen und reiben mal schnell den Käse. Das sind wie gesagt 100 Gramm Cheddar einfach, irgendwie so, dass man es am besten sieht. Wobei Käse reiben ist jetzt keine große Kunst, das muss ich euch nicht zeigen. Ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen. Und Cheddar ist zum Beispiel so ein Käse, den kaufe ich nicht gerieben, den reibe ich selber. Da spart man sich immer noch ein paar Kalorien und ein bisschen Kohlenhydrate, weil das Trennmittel nicht dabei ist. Was bei normalen geriebenen Käse dabei ist, wo ich allerdings auf geriebenen Käse zurückgreife, außer Tüte, ist bei Mozzarella. Weil bei Mozzarella ist es einfach so, den müsste ich erst einfrieren, soll erst trocknen, so ein bisschen, dann einfrieren, dann reiben. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen faul. So, das letzte Stück noch so ein bisschen. Ja, und den Rest einmal der Hand zerkrümelt. Fertig sind hier 100 Gramm Grima Cheddar. Die Reibe kann auch schon mal in die Spülmaschine. Wer mal häufiger zuschaut, kennt das ja. Immer so ein bisschen nebenbei aufräumen. Dann hat man nachher nicht so viel Dreck. Die Schüssel, in der gerade die Zwiebeln drin waren, habe ich mal kurz ein bisschen ausgespült. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, weil da kommt jetzt das Eiweiß rein, was ich nicht brauche. Und das Eigelb, was ich brauche, kommt in eine andere Schüssel rein. Beziehungsweise, nee, das mache ich dann, bereite ich das schon vor. Ja, dann habe ich zwar jetzt eine Schüssel mehr dreckig, als wenn ich es direkt ins Essen kipp, aber auf die eine Schüssel kommt es auch nicht drauf an. Die Zwiebel putzeln hier so ein bisschen vor sich hin. Bei Meli gab es zu Silvester Hackepeter und bei Manu gab es das Raclette. Ja. Ja, Konnewitz war relativ ruhig, einfach aus dem Grund, weil die mussten alle in die Eisenbahnstraße. Also klar, man hat es in Medien wieder gelesen, dass in Konnewitz das wieder ein bisschen rund ging, aber im Vergleich zu den sonstigen Jahren war Konnewitz ruhig, würde ich sagen, dafür Eisenbahnstraße umso mehr Bambule diesmal. Aber auch das, muss ich sagen, hat sich alles so in Grenzen gehalten. So, hier trenne ich jetzt einfach Eigelb und Eiweiß, weil ich brauche gleich zwei Eigelbe. Das Eiweiß, ja, kann man zu irgendwas verarbeiten, wenn man es möchte. Ich brauche es heute nicht. Bei Anne dörrt gerade das Beef Jerky im Dörrautomaten. Ich muss auch mal wieder welches machen. Ich habe da ja mein ganz eigenes Rezept. Anna hat eins mit Ananassaft. Das macht das Fleisch noch ein bisschen mürbe. Lass ich bei mir aber weg, einfach weil ich ein anderes Rezept habe, wie gesagt. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen umändern demnächst, damit es auch komplett Low Carb ist. Oder weitestgehend Low Carb. Das ist ja auch immer so ein Trugschluss, wenn Leute hören, dass ich
Low Carb koche und die dann immer sofort ausgehen, ja, gar keine Kohlenhydrate, nee. Das heißt Low Carb, nicht No Carb. Deswegen, es dürfen auch ein bisschen Kohlenhydrate dran sein. So. Hier kurz Vollgas geben auf die Pfanne. Damit das gleich eine ganz minimale Bräune kriegt. Also soll jetzt nicht irgendwie dunkel werden oder Schmorzwiebeln oder sowas, sondern einfach nur kurz ein bisschen Bräune und dann kommt das Sauerkraut dazu. Döner von der Eisenbahnstraße. Ja, super. Das ist echt den besten, den es gibt. Hachi Baba. BUW am Torgauer Platz sagt mir auch irgendwas. Aber wahrscheinlich einfach nur mal irgendwo gelesen. Oder ist BUW diese Weiterbildungs-Umschulungsbude? Könnte natürlich sein, Berufs-Irgendwas und Weiterbildung, BUW. Ist jetzt aber auch nur spekuliert und geraten. Okay, Callcenter, nee, dann kenne ich es doch nicht. Am Torgauer Platz gab es auch irgend so ein komisches Weiterbildungsding. So, wie man sieht, ja, so ganz leicht ein bisschen Bräune kriegt das Ganze. Gucken wir mal so, sieht man es an der Kamera überhaupt? Ne, natürlich nicht, ist einfach nur überbelichtet gerade. Ja, so. Bisschen Bräune ist da. Dementsprechend drehen wir jetzt den Herd wieder runter auf 7. Nehmen wir das Sauerkraut einfach mit rein. Die Feuchtigkeit aus dem Sauerkraut löscht das jetzt quasi ab, was unten in der Pfanne so ein bisschen bräunlich war. Der ganze Geschmack geht mitten in das Sauerkraut rein. Dann heben wir hier quasi die Zwiebelwürfel so ein bisschen mit rein. Ist halt wie gesagt ein super schnelles Gericht. Wer mich sonst kochen sieht, hier auf YouTube, weiß, dass auch mal anderthalb Stunden, zwei Stunden gehen kann, je nachdem, was ich bastel oder auch mal bei einem richtig komplizierten und aufwendigen Gericht, vielleicht noch mit Gästen, dann auch mal 3 Stunden. Aber heute, das ich esse, ist echt super schnell. Manafe hatte mal Sauerkraut gemacht und die durchschlagende Wirkung von Sauerkraut unterschätzt. Wobei ich muss sagen, es ist auch eher bei rohem Sauerkraut, zumindest aus meiner Erfahrung so. Wenn man Sauerkraut so ein bisschen köchelt, dann kann das um einiges bekömmlicher sein. Es gibt so Leute, die machen auch Kümmel rein. Kümmel ist jetzt nicht so mein Fall, deswegen lasse ich den meistens weg. Aber was schon mal ein bisschen reinkommt, ist gemahlener Pfeffer. Wenn man jetzt sagt, ah, gemahlener Pfeffer, kannst du euch eine Pfanne geben, das verbrennt. Nee, verbrennt nicht. Also klar, irgendwann schon. Aber das Sauerkraut ist noch feucht genug, damit hier nichts verbrennt. Bisschen Salz drüber. Und auch wenn ich sonst ein Fan bin von Geräuschern und Paprikapulver, kommt heute keins ins Essen ran. Und ja, ich bin gesund. Nicht krank. Aber das passt einfach nicht zu Sauerkraut. Wobei, zu anderen Varianten nur so ein bisschen das für Hotdogs macht oder Barbecue-mäßig, auch dann geht das, aber jetzt gerade so nicht. Wir gucken mal kurz nach dem Blumenkohl, weil die Mikrowelle hat sich schon zu Wort gemeldet und sagt, der könnte fertig sein. Der Deckel ist auf jeden Fall schon mal heiß. Es dampft. Stellen wir uns mal kurz eine Gabel, stellen das einmal hier rüber, dass ihr auch was davon seht. Es dampft, wie gesagt. Na, ist noch nicht weich genug. Darf also nur kurz 2-3 Minuten weiter in die Mikrowelle. Und das wird nicht gestampft wie normaler Kartoffelstampf, weil dann mag es auch stückig, sondern hier wird es wirklich einfach mit einem Pürierstab gleich püriert. Hier nur kurz die Spielung weg, so. Kraut macht laut.
Und beim Manafé gab es heute Süppchen mit Huhn, Rosenkohl und Shiitake-Nudeln. Ja, das muss nicht immer super aufwendig sein. Auch einfache Gerichte können echt lecker sein. Die Melanie schaut noch zu. Hallo Melanie. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, wie gesagt, auch dir frohes Neues. Und auch für dich nochmal ganz kurz. Es gibt gratinierte Sauerkraut. Deswegen habe ich hier Sauerkraut. Darunter sind ein paar gewürfelte Zwiebeln, die ich mit angeschwitzt habe. Hier haben wir Cavanossi. Gerade noch zwei Eigelb. Die brauche ich nachher für das Blumenkohlpü. Bisschen Griemner Cheddar. Und in der Mikrowelle ist gerade ein bisschen TK-Blumenkohl, der vor sich hin gart. Und daraus basteln wir uns gleich lecker schnelles Essen. Es ist Low Carb. Es ist, wenn man so sieht, auch relativ kalorienarm. Weil es sind ungefähr so 90 Kalorien auf 100 Gramm, was am Ende rauskommt. Dementsprechend für die guten Vorsätze fürs neue Jahr, wer abnehmen will oder Figur halten will oder wie auch immer, kann sowas mal ausprobieren. Und vor allem ist auch ein Rezept, was super schnell gemacht ist, weil ich habe mir gedacht, okay, ist das neue Jahr, eventuell hat noch der eine oder andere vielleicht einen Kater oder generell noch keinen Bock, großartig was zu machen, weil noch Urlaub oder sonst irgendwas. Und dementsprechend echt schnell, wenn man jetzt hier nicht so nebenbei noch labern würde und alles ein bisschen zackiger machen würde, ohne das zu erklären oder sonst irgendwas, kriegt man das um einiges schneller hin. Ich mache das jetzt nebenbei so ein bisschen mit Gelaber und gehe auf euch ein. Aber trotzdem, das Stream läuft jetzt 30 Minuten. Davon war am Anfang einfach nur 5 Minuten quasi die Einblendung, dass das Stream gleich losgeht. Dementsprechend haben wir es nach, ja, wahrscheinlich 20 Minuten geschafft, momentan fast alles fertig zu haben. Weil der Rest ist jetzt nur Sache von 10 Minuten, Viertelstunde. Je nachdem, wie lange der Blumenkohl noch braucht. Und wir können auch schon mal den Ofen vorheizen. Auf Ober-Unterhitze. 200 Grad. Rost habe ich auf mittlerer Stufe drin. Der darf vor sich hin rosten. Es gibt 5 Euro in die dumme Wortwitzkasse. Das Sauerkraut mit Zwiebeln haben sich jetzt gut verbunden quasi. Ja, also die mussten nicht sich irgendwie verbinden an sich, sondern einfach durch das Rühren und so ist alles gut verteilt. Hat alles schon gut Hitze mitbekommen. Bisschen Sauerkraut gegen den Gang nehmen. Das können wir gleich probieren. Das schmeckt gut. Cordon Bleu könnte ich auch machen, stimmt. Ich hatte, Leberkäse Cordon Bleu schon mal gemacht. Was sehr lecker ist, auch Low Carb. Und ich hatte mal Chicken Katsu, was so eine japanische Variante quasi des Cordon Bleus ist. Aber so ein richtiges Cordon Bleu könnte ich auch mal wieder machen. Und dazu mal gucken, vielleicht irgendwelches, ja, Sellerie nicht, aber vielleicht Steckrübe oder sowas. Mal gucken. Was auf jeden Fall in nächster Zeit mal geben wird, ich weiß noch nicht wann, sind Low Carb Frühlingsröllchen, das kann ich auch schon mal versprechen. Die werde ich auf jeden Fall machen. Die habe ich, weiß gar nicht, im November oder so das erste Mal versucht. Beziehungsweise das zweite Mal, das allererste Mal ging komplett schief. Den Teig, den ich mir ausgedacht habe. Das gab dann quasi nur noch die Füllung zu essen. Beim zweiten Mal war es schon echt lecker und gut. Und dementsprechend werde ich das jetzt genauso, wie ich es da gemacht habe, demnächst nochmal nachmachen. Dann wird es Burgerknödel mal geben oder Burgerbälle oder wie auch immer man das schimpfen möchte. Das hatte ich jetzt in der Vorweihnachtszeit einmal gemacht. Allerdings nicht Low Carb, sondern Kartoffeln. Und wenn ich dann hier für euch zubereite, wird das auch wieder Low Carb werden und dann mit Blumenkohl. So ein Herd können wir schon mal ausmachen, da reicht die Resthitze. Ja, der Blumenkohl ist jetzt einigermaßen weich, nicht alles. So, wo hier noch so ein bisschen Stängel dabei ist, ist noch fest, aber das ist okay. Weil das kommt jetzt in die Schüssel, in die Pengschüssel und dann, wie so eine kleine Rotzgöre mal sagte, Mixer
Dann brauchen wir einen Mixer. Alles mit dem Mixer. So ein bisschen Feuchtigkeit gieße ich auch noch ab, sonst wird es nämlich zu wässrig. Hätte ich beinahe vergessen. Aber ist ja kein Problem. Also einmal ein bisschen von der Feuchtigkeit noch abgießen. So. Und nun rein in die Pengschüssel. Wo ich die Ideen und Rezepte herbekomme, ist eine gute Frage. Das meiste aus irgendwelchen Kochbüchern oder aus irgendwelchen YouTube-Videos oder sonst irgendwas. Aber nicht Low Carb, sondern ich gucke mir einfach Dinge an und denke mir, wie kann man die in Low Carb machen? Oder ich denke mir komplett neue Sachen aus. Also zum Beispiel diese Burger-Knödel, die ich mir ausgedacht habe, die habe ich komplett selbst erfunden. Einfach, weil ich habe mir gedacht, es gibt ja diese holländischen Knödel und es gibt Knödel sind auch schon die holländischen Kroketten, also diese Fleischkroketten, und daraus können wir doch auch irgendwas mit Burgern machen, aber das passt halt nicht, weil Burger ist ja eher rund, und deswegen dachte ich, dann machen wir halt ein Kloß draus, ein Knödel. So, jetzt habe ich es einmal kurz ein bisschen anpüriert. Dann kommt von dem Käse, den wir schon haben, so ungefähr, ja, ein Drittel, fast die Hälfte dazu. Einmal kurz ein bisschen anrühren, jetzt wieder mixen. Jetzt kommen die zwei Eigelb dazu. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Farbe, ein bisschen Bindung. Nun ein bisschen Salz. Ein kleines Pfeffer. Und ganz wichtig, die wundervolle kleine Muskatreibe. Dann geht raus an Manu. Das war ein Geschenk beim perfekten Dinner. Diese kleine Reibe. Und ich finde die super süß, super putzig und echt zum Muskatreiben ist die genial. Also hier sind auch kleinere, andere Reiben. Ob man das jetzt wirklich nutzt, die anderen Seiten, vielleicht für eine Puppenküche oder so, wenn man nicht so grobschlächig ist wie ich und alles ein bisschen schöner machen kann, aber ich bin eher von der groben Fraktion. Und dementsprechend nutze ich das hauptsächlich als Muskatreibe. Aber dafür macht sich das Ding echt super. So, alles, was hier noch Blumenkohl ist, mal kurz runterkratzen, rauskratzen, abkratzen. Wir wollen ja nichts davon verschwenden. So. Und nun geht es eigentlich schon an Zusammenschichten. Dafür nehmen wir uns eine Auflaufform. Wer hätte das gedacht, bei was gratiniert in der Auflaufform? Ich bin schon echt ein bisschen crazy. Dann ein Silikonspatel. Dieser hier. Zwar noch ein bisschen weihnachtlich, aber tolle Sache. Und auch dieser hier ist von der Manu. Habe ich mal vor kurzem zu Weihnachten geschenkt bekommen. Brotaufstriche kreieren. Ja, also Brotaufstriche habe ich zumindest schon mal ein Nougat-Brotaufstrich gemacht, also so ähnlich wie ja, eine Art zartbittere Variante von Nutella, aber ein bisschen fester, fand ich echt super lecker. Dann hatte ich irgendwann mal, das ist auch schon Jahre her, mal selber einen Brotaufstrich gemacht, so wurstartig, so ähnlich wie eine Streichwurst. Die Waltraud ist auch da. Hallo Waltraud. Auch dir nochmal frohes Neues.
Und jetzt die Frage, wenn ihr sagt, gesunde Brotaufstriche, in welche Richtung soll es denn gehen? Also eher was Herzhaftes, eher was Süßes. Also ich kann mir natürlich Gedanken machen, aber ich muss natürlich wissen, um was es geht. Und wo wir gerade bei Brotaufstrich sind, was ich schon erfunden habe. Und gut, ich muss sagen, die eigene Frau übertreibt natürlich ein bisschen maßlos. Ich habe eine Erdbeermarmelade Low Carb mir ausgedacht. Da habe ich noch ein Glas. Sieht jetzt natürlich ein bisschen dunkel aus. So. Sieht man es in der Kamera? So. Und der ist echt super lecker. Und da ist kein Zucker drin oder sowas, sondern nur so ein Zuckerersatz. Und jetzt auch nicht direkt ein reiner, also nur eine Sorte Zucker, sondern ich habe da einen Zuckerersatz, der besteht aus Stevia und Erythrit. Hat den Vorteil, das penetrante Kältegefühl von Erythrit ist nicht dabei. Und das Bittere von Stevia ist auch nicht dabei. So, hier jetzt einfach das Pü nach unten. Einfach einigermaßen glatt gestrichen. Soweit das für mich als grobschlächtiger funktioniert. Darauf jetzt das Sauerkraut verteilen. Für die Leute, die jetzt neu dabei sind, wie gesagt, ich mache das Ganze hier normalerweise jeden Sonntag 17 Uhr. Und in meisten Fällen auch Low Carb. Hin und wieder mal Gastköche. Und ja. Und wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, was ich mal kochen sollte oder mir zu Gemüte führen sollte, irgendwie, wenn ihr schon Rezepte habt, immer her damit, oder wenn ihr Rezeptideen habt oder Gerichteideen oder was auch immer. Deswegen, die Sachen mit Brotaufstrichen kann ich gerne mal machen. Muss ich halt wissen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Aber bin ich auf jeden Fall dabei. Klingt nach einer Aufgabe, die A interessant ist und B aber auch machbar ist. So, jetzt haben wir hier einfach ein Sauerkraut mit drauf geschichtet. Nochmal kurz nach dem Chat gucken. Ja, Fruchtzucker ist natürlich auch drin. Aber was wollte ich jetzt sagen? Natürlich relativ wenig. Und dementsprechend, dadurch, dass ja halt ein Zuckerersatz noch dazugefügt wird, als quasi Gelierzuckerersatz, ist das von den Kalorien, hält sich das auch echt in Grenzen. Und ich finde es ganz lecker. Und die Frau sagt, die beste Marmelade der Welt. Also das würde ich so nicht unterschreiben. Einfach, weil es echt bessere gibt. Aber ich finde sie schon super gelungen. Und sie ist eine absolut würdige Alternative zu normalen Marmeladen. So, jetzt verteilen wir hier so ein bisschen die Wurstscheibe oben drauf. Habe ich im Chat mal was gesehen? Die Melanie hätte auch gerne so einen Mann. Wenn ich den Chat lesen will, wüsste ich, was für Aufschnitte ihr wollt, dann muss ich mal kurz scrollen. Ja, gesunde. Ja, gesund ist immer so eine Sache. Die Frau sagt herzhaft. Manafe sagt herzhaft mit Gemüse. Dann auf Twitch ist Real oder Real Savannah dabei und sagt, ihr Mann darf nicht in die Küche. Aber nur, weil es dann aussieht wie Sau. Ja, ich muss dazugeben, also bei mir sieht die Küche danach auch hin wieder aus wie Sau. Aber ich mach's immer wieder sauber. So ist es nicht. Gut, heute habe ich mir ein Gericht ausgesucht, wo ich jetzt nicht so viel Dreck machen kann. Weil ich gesagt habe, es ist ein schnelles Gericht für das gerade frische Jahr. Da muss man noch nicht so viel Arbeit haben. Ist vielleicht ein bisschen faul. Gleichzeitig relativ kalorienarm. Für Leute, die jetzt auch abnehmen wollen. Und von der Arbeit her ist es auch absolut in Grenzen. So. Einigermaßen gleichmäßig jetzt noch die restlichen Wurstscheiben verteilen. Ist mir schon ein bisschen mehr, als er hätte gebraucht. Aber die sind ja für den Geschmack. Und auch echt lecker. Dementsprechend hier und da noch eine Scheibe mehr drauf. So, dann wäre auch das erledigt. Nun noch das letzte bisschen Käse drüber.
So. Zumindest so einigermaßen gleichmäßig ein bisschen verteilen. Auch das ist erledigt. Nun das Ganze ab in den Ofen. Den habe ich ja schon vorgeheizt, wie gesagt. Mittlere Schiene, 200 Grad, ungefähr so 10, 12 Minuten. In der Zeit, sagen wir auch mal 12 Minuten, kann ich hier ein bisschen aufräumen gleich wieder und kurz die Kamera umschalten, nochmal nach dem Chat gucken. Die Wurst wäre der Savanna zu fett und sie macht momentan veganen Monat. Ja, also wie gesagt, die Wurst klingt jetzt erstmal ziemlich fett, aber dadurch, dass das andere ja super fettarm alles ist, gibt es am Ende, hatte ich ausgerechnet, ungefähr so 90 Gramm, 90 Gramm, 90 Kalorien pro 100 Gramm. Und dementsprechend kann man auch echt sagen, das hält sich gut in Grenzen. Manafi meinte, als das letzte Mal was püriert hat, war die Küche danach überall, die Tomate in der Küche überall. Und Melanie schreibt, sie hat ein Like da gelassen und ein Abo. Dankeschön. Das freut mich immer. Also, ich mache das ja hier nicht, um irgendwie Geld zu verdienen oder so. Das sieht man auch so bei den Abonnenten, also bei den Zuschauerzahlen. Ich mache das einfach, weil ich Spaß an der Freude habe. Und dementsprechend, wer mir ein Like da lässt, finde ich ganz nett. Und auch ein Abo ist schön, weil es gibt ja diese Sprüche wie Däumchen werden Träumchen, Abo da lassen, Glocke drücken und sonst den Kram. Habe ich nichts von, außer dass ich mir sagen kann, es gibt doch vielleicht einen oder anderen, der hin und wieder mal zuschaut und das ganz interessant findet. Und ja, dementsprechend freue ich mich einfach darüber. Weil so ein bisschen, ja, sagen wir ein bisschen so Anerkennung oder so ein Ding ist für mich. Und dementsprechend, ja. Kaufen kann ich mir aber von nichts. Ihr werdet auch nirgendwo abgezockt, gibt keine Abo-Falle oder sonstiges. In der Zwischenzeit noch kurz ein bisschen sauber machen. Alles, was in die Spülmaschine darf oder kann, darf auch in die Spülmaschine. Messer kommen bei mir nicht in die Spülmaschine. Töpfe kommen zum Beispiel in die Spülmaschine rein. Bei Pfannen kommt es darauf an, welche. Ich habe eine Pfanne oder zwei Pfannen, die kommen in die Spülmaschine. Bei der hier ist es nicht so, weil das macht die Beschichtung kaputt. Und meine heißgeliebte Stahlpfanne, die darf sowieso nicht in die Spülmaschine, weil die einfach wirklich nur aus Stahl ist. Geschmiedet. Und Messer werden in der Spülmaschine einfach nur stumpf. Deswegen habe ich hier so mein Lieblingsmesser. Das kommt nach einer kurzen Handwäsche. Lappen nochmal drüber. Wird das wieder abgetrocknet. Und dann ist es auch wieder bereit für neue Schandtaten. Es gibt ein einziges Messer, was ich habe, was die Spülmaschine darf. Das liegt auch einfach daran, das ist ein Pellkartoffelmesser, mit dem ich quasi die Schale abziehe bei den Pellkartoffeln. Und das muss nicht scharf sein, sonst muss einfach nur die Größe haben wie so ein Pellkartoffelmesser. In der Gegend, aus der ich sonst herkomme, da nennt sich das ein Kneipschen. Aber da hat auch jede Region seine eigene Bezeichnung für diese Minimesser. Wenn wir uns kurz verstehen, von was ich hier rede. Dieses etwas kurz umschalten. So ein Ding hier, das ist für mich ein Kneippchen. Und zum Vergleich, das hier ist mein normales Küchenmesser aus Carbonstahl. Einfach weil Carbonstahl schnitthaltiger ist und sich besser nachschärfen lässt. Deswegen Carbonstahl. Ist aber auch kein Messer für irgendwelche Hunderte von Euro. Weil die Messerqualität bei mir richtet sich nicht nach dem Preis, sondern nach dem, was kann das Messer schneiden. So. Ich muss reich brüt werden, sagt meine Frau. Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Aber naja. Ja, mit Stahlpfanne wird anbraten bei Fleisch um einiges krosser, das stimmt. Und deswegen habe ich hier so meine Stahlpfanne. Kann man zur Not auch zum Tennisspielen verwenden, gegen Einbrecher einsetzen oder sonst irgendwas, weil die wiegt schon ein bisschen was. Also da brauchen wir auch ein bisschen Muggis. Leipzig ist 5 Stunden entfernt mit der Regiobahn oder 2,5 mit dem Auto. Paul Ruppe kann man Fan-Treffen in Leipzig. Ich glaube, das hält sich dann sehr an Grenzen, weil ich glaube,
der harte Kern. Das wären vielleicht Anne, Manu und Familie. Melli, Conny und Daniel. Waltraud und das war's da auch schon wieder. Aber hat auch den Vorteil, also bei so einer kleinen Gruppe an Leuten, die hier zuschauen, ich kenne inzwischen fast alle mit Namen. Und den Großteil, der hier aus der Gegend kommt, kenne ich auch persönlich. Was einfach daher kommt, weil ich Leute vorher kannte, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Außer Anne und Manu, die habe ich über das perfekte Dinner kennengelernt. Was auch sehr spaßig war. Und wir mal wieder zusammen schauen müssen. Ich schaue es mal vielleicht, wie spät das ist. Ja, jetzt ist er soweit. Wenn wir schauen mal kurz. Der Ofen sagt noch 7 Minuten. Sieht schon mal ganz gut aus hier. Manfi hat kein Auto, keinen Führerschein. Ja, dann wird das natürlich mit zu uns fahren ein bisschen schwierig. Ja, Waltraud ist zugelaufen, das liegt einfach daran, weil ich ihre Tochter entführt habe quasi. Und wie sich das für gute Mutis gehört, müssen sie natürlich gucken, was ihre Tochter da veranstaltet oder was für einen Typen die sich geangelt haben. Aber ich glaube, Waltraud ist ganz zufrieden als Schwiegersohn. Okay, Savannah fragt sich gerade die ganze Zeit, mit wem rede ich denn? Es liegt einfach daran, ich streame das Ganze parallel auch noch auf YouTube und dementsprechend habe ich auch da noch einen Chat. deswegen rede ich auch noch mit anderen Leuten. Wir können mal ganz kurz gucken, was ich an Zuschauerzahlen gerade habe. Zumindest in Summe, ich schätze mal Twitch eine Person, wenn ich das sehe, oder im Chat. Genau, auf Twitch ein Zuschauer, auf YouTube immerhin 12. Also, es hält sich alles echt in Grenzen, aber mir macht Spaß. Ich labere hier einfach dumm rum. Ihr guckt mir beim dumm rumlabern zu, beim Dummquatschen, beim Kochen. Dementsprechend alles ganz okay. Die Pfanne ist jetzt ein bisschen abgekühlt, da kann ich einmal schon mal quasi grob durchwischen mit der Bürste. Dann haftet da nachher auch nichts zu stark an. So, wenn ich die nachher Rüsche sauber mache. Deswegen, wie man sieht, jetzt einmal kurz ein bisschen ausgespült, ist natürlich noch Dreck drin. So kommt die nicht in den Schrank, die wird nachher ordentlich gespült, aber um einmal ein bisschen eine Grundordnung zu haben und es nachher einfach zu haben. Machen wir hier schon mal ein bisschen sauber. Melanie sagt irgendwas von OnlyFans, hä? Ich habe einen Link natürlich. Ansonsten heiße ich auf YouTube genauso wie hier, Pauls Rumpelkammer. Aber Link kommt sofort. Bitteschön. Das ist einmal der Link zu meinem Kanal an sich. Und den Link zu dem Stream kann ich dir auch gleich noch geben. Das wäre dieser hier. Und Manafi schreibt, ein Auto hat sie, ein kleines Modell Formel 1 Auto. Okay, jetzt die Savannah auch hier und kann... Also, was heißt hier? Also, bei YouTube kann lesen, was die anderen so schreiben. Und wundert sich nicht, mit wem ich hier ganz am Reden bin. So, ja. Alles vorbereitet, also weit fertig. Nehmen wir schon mal die Topflappen. Gucken einmal kurz, was die Uhr sagt. Die sagt noch 3 Minuten. Einmal kurz auf. Sieht auch ganz gut aus soweit. Dann drehen wir einmal kurz den Ofen auf volle Pulle mit Grillfunktion. Damit der Käse oben noch ein bisschen braun wird und nicht nur geschmolzen. Also Mädels haben es da um einiges einfacher, wenn sie Kohle machen wollen auf OnlyFans.
Also ich glaube, wenn ich mich ausziehen wollen würde, oder wenn ich würde sagen, ich würde mich ausziehen für Geld, das würde keiner sehen wollen. Und man kann ja auf OnlyFans auch andere Sachen machen, außer sich ausziehen. Aber selbst wenn ich da irgendwelche Kochrezepte machen würde oder Videos, wie ich koche, auch das würde, glaube ich, keiner bezahlen. Dementsprechend gibt es halt keinen Ruhm und keine Ehre, keine Kohle, sondern einfach nur Spaß und Freude. Und jetzt bin ich doch ein bisschen ungeduldig, aber die 2-3 Minuten warten wir noch. Hol mal schon mal ein bisschen Geschirr raus, um das gleich anzurichten. Beziehungsweise, wer mich kennt, weiß, kochen kann ich gut, anrichten gar nicht. Und deswegen ist so der Running Gag so ein bisschen, mein Essen wird nicht angerichtet, mein Essen wird hingerichtet. Okay, meine Frau sagt, sie würde Geld dafür bezahlen, dass ich mich ausziehe. Aber ich glaube, du kriegst das gratis. Und Manafi meint, wenn sie sich auf OnlyFans nackig machen würde, würden die Leute Geld bezahlen, damit sie sich wieder anzieht. Aaron Carter ist auf OnlyFans, weil er die ganze Jugend zerstört. Ja, auf OnlyFans tummeln sich nicht nur Mädels, die sich ausziehen, sondern auch Leute, die alles Mögliche machen, wie halt Aaron Carter oder auch der Wendler. Ich habe keine Ahnung, was die da treiben. Ich habe das mal beim Valulis gesehen. Da haben sie einfach nur irgendwelches Unboxing-Kram gemacht. Hallo, ich habe eine neue Handtasche. Und was auch immer. Dementsprechend, es gibt für alles einen Markt. Und egal, wie man aussieht, wie groß, klein, dick, dünn ist man als Frau, wird man garantiert auch auf OnlyFans irgendwelche Leute finden, die das toll finden. Dementsprechend, warum nicht, wenn es einem Spaß macht und man es okay findet. Ich bin der Letzte, der sowas verurteilt. Dementsprechend, wahrscheinlich, wenn ich eine Frau wäre, würde ich das auch machen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, der Käse braucht noch einen ganz kurzen Moment. Also die Frau sagt, ich könnte auf OnlyFans auch live streamen. Ja, könnte ich, aber will auch kein Mensch was dafür bezahlen. So ein Käse oder den Auflauf nochmal ganz kurz ganz nach oben schieben. Weil fertig ist er an sich, aber der Käse könnte noch einen Tacken mehr braun werden. Ganz klein wenig und deswegen ganz nach oben und Vollgas. Manafi hat das alles auf Twitter sehen müssen. Jetzt weiß ich nicht, was sie sehen wollte. Ach so, okay. Aaron Carter hat sein Poloch gezeigt. Ja. Wenn er Spaß dran hat. Und auch da gibt es garantiert genügend Mädels, die dann sagen, ja, Aaron. Und vielleicht auch genügend Kerle, die sagen, ja. Aber bei mir würde ich das in Grenzen halten. Jetzt gebe ich dem Ganzen noch ja, halbe Minute. Da ich das jetzt wirklich direkt unter der Heizspirale ist, geht das super schnell. Und ja, was rettet die Wale und sowas angeht, auch da glaube ich übertreiben Mädels halt sehr gerne. Weil es gibt echt für alles einen Markt. Und da meine Holde ja auf TikTok unterwegs ist, habe ich mir irgendwann auch mal auf TikTok einen Account zugelegt. Einfach um zu gucken, was da dran so lustig und so toll ist. Und da sieht man auch Mädels jeglichen Kalibers, die sich schnullende Platte machen, was aber auch okay ist. So, Essen ist fertig. Einmal kurz Kamera wieder umschalten. So, einmal kurz den Kamera halten. Wobei in der Kamera sieht es nicht ganz so braun und lecker aus wie direkt hier, aber sieht lecker genug aus. Dementsprechend schnappen wir uns hier mal einen Teller, zumindest einen. Und den zweiten richte ich dann quasi offline an. Wer mir länger zuschaut, kennt das Spiel schon. Ein Teller ist für den Stream, den anderen mache ich dann für uns quasi so.
fällt mir auch wieder die Hälfte da runter. Und ich hätte irgendwas gebraucht, um das auch runterzuschieben. So. Kurz mein allseits beliebtes OP-Besteck. Ich habe hier so eine, wirklich, eigentlich ist das eine OP-Pinzette. Ich nutze das als Fleischpinzette. Und ich habe die schon, bevor das cool und trendy war, und für irgendwie 50 Euro sich eine Pinzette gekauft hat. Weil das einfach so meine Grillzange auch ist. Somit ist das Essen quasi fertig. Und so pseudomäßig fürs Anrichten. Bisschen getrocknet Persilie. Damit man so tun kann, als ob man ein bisschen was drauf hätte. So sieht das einmal von oben aus. Hier mal kurz von der Seite der Kamera. Lalalala. Und einmal in diese Kamera gehalten. Bitte sehr, bitteschön. Wobei hier in der Kamera sieht es echt ein bisschen blass aus, aber liegt einfach daran, ich habe hier relativ einfache Technik und kein Studio ausleuchten sonst irgendwas. Aber ist es lecker, das kann ich euch schon mal verraten. Und ja, dann danke ich euch allen fürs Zuschauen. Alle, die ein Like da gelassen haben, Dankeschön. Auch für Dislike, Dankeschön. Für ein Abo natürlich erst recht. Und ja, kommt gesund und munter ins neue Jahr, in die neue Woche. Kein Stress, Gesundheit. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Oder zumindest würde ich mich das freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. 17 Uhr am Sonntag hier wieder auf Twitch, auf YouTube. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns. Euer Paul. Tschüss.